Ja, ich möchte das Programm Avogadro jetzt mal kurz vorstellen. Ich möchte einfach ein bisschen was zeichnen und die Bedeutung der wichtigsten Werkzeuge zeigen. Dazu vorab, hier sind zwei Bereiche bei mir eingeblendet. Das ist einmal der Bereich Darstellungsarten und Einstellung Zeichnen. In der Version, die ich hier vorliegen habe, das ist die 103, habe ich hier Knöpfe, mit denen ich das jeweils anzeigen kann. Darstellungsarten. Momentan ist Kugelstab ausgewählt, aber die Van der Waals Radien, dann ergibt es so eine Art Kalottenmodell und auch noch ein paar andere Sachen, die ich da anschalten kann. Hier geht es um die Werkzeugeinstellungen. Das werden wir gleich genauer sehen, wenn ich verschiedene Werkzeuge angewählt habe. Hier oben sind meine wesentlichen Werkzeuge, die ich verwende. Wir nehmen nicht gleich alle, sondern benutzen erstmal ein paar. Das, was jetzt angewählt ist, ist das Zeichenwerkzeug und hier ist der Kohlenstoff ausgewählt. Ich kann hier also jedes Element auswählen. Über diesen Haken wird dafür gesorgt, dass die Elemente gesättigt sind mit Wasserstoff. Wenn ich also jetzt hier hinklicke, entsteht ein Kohlenstoff mit vier Wasserstoffatomen dran. Das ist jetzt nur die Ansicht von einer Seite. Damit ich das Molekül von allen Seiten sehen kann, kann ich mit Hilfe dieses Drehenwerkzeuges das Atom von allen Seiten betrachten. Ich kann auch die Ansicht verschieben nach rechts, links, wenn ich die rechte Maustaste drücke. Und mit dem Mausrad verkleinern oder vergrößern, beziehungsweise wenn ich die mittlere Maustaste drücke, vor- und zurückziehen, um das Ganze zu vergrößern. Und das Ganze dann eben in die Richtung bringen, in die ich es haben möchte. Zeichnen wir noch ein paar weitere Kohlenstoffatome. Üblicherweise mache ich es so, dass ich also vorhandene Wasserstoffatome anklicke und dann wird der Wasserstoff ersetzt, jeweils durch den Kohlenstoff zusammen mit weiteren. Das Ganze funktioniert auch bei Sauerstoff. Wenn ich zum Beispiel hier dann den Sauerstoff anklicke, wird es durch eine OH-Gruppe ersetzt. Drehen von allen Seiten, verschieben, hatte ich ja schon erklärt. Jetzt ist es so, dass diese Anordnung eher zufällig ist. Manchmal muss man erstmal eine stabile Anordnung finden lassen und dazu ist besonders dieses hier sehr wichtig. Dieses automatische Optimieren. Wenn ich das Ganze starte, sieht man, dass erstmal die Abstände eingestellt werden und teilweise drehen sich auch die Atome. Zum Beispiel hier so eine CH3-Gruppe dreht sich so, dass sie, ich schaue es mal gerade hier an, dass das Ganze eben versetzt zueinander ist, dass eben also ein möglichst großer Abstand zwischen den Wasserstoffatomen ist. Dieses Optimieren sollte man also immer zwischendurch mal starten. Man kann es die ganze Zeit laufen lassen und ich kann auch in diesem oder bei aktiviertem Werkzeug optimieren, die Atome verschieben, um sie eventuell vielleicht in eine andere Position zu bekommen. Etwa wenn ich zum Beispiel einen Ring bilden will. So wie ich das jetzt hier eingestellt habe, dreht sich es dann in einen günstigsten Zustand. Übrigens gibt es hier verschiedene Kraftfelder. Je nachdem, was man machen will, sieht man, dass hier dann unterschiedliche Anordnungen eingenommen werden. Man muss unbedingt also kontrollieren, für was welche Kraftfeldart am günstigsten ist. So habe ich zum Beispiel festgestellt, dass die Winkel nicht immer ganz richtig sind bei einigen Typen, bei einigen Kraftfeldtypen. Das muss man also eventuell ausprobieren. Wir stoppen mal das Ganze und ich möchte gerne noch eine Doppelbindung hier zwischen C und O einstellen. Das mache ich wieder mit dem Zeichenstift, also mit dem Zeichenwerkzeug. Ich klicke einfach hier drauf und schon habe ich die Doppelbindung. Auch hier, egal was ich jetzt hier für ein
Element ausgewählt habe, wenn ich auf eine Bindung klicke, dann gibt es die entsprechende Doppelbindung oder Dreifachbindung oder dann wieder die Einfachbindung. Dass hier momentan bei der Dreifachbindung die Anordnung nicht stimmt, das hat damit zu tun, dass ich es noch nicht habe optimieren lassen. Wenn ich das mache, dann sieht man, dass es richtig passt. Noch eine Kleinigkeit, wenn ich mal etwas zu viel gezeichnet habe, kann ich das bei aktiviertem Zeichenwerkzeug per Rechtsklick machen. Wobei die Wasserstoffatome sich so nicht löschen lassen, sondern nur die, die ich also hier hinzugefügt habe. Ich schalte mal wieder aus, das Optimieren. Und was ich noch zeigen möchte, wenn ich mehrere Atome auf einmal löschen will, gibt es hier ein Auswahlwerkzeug. Dann kann ich also einen größeren Bereich auswählen und wenn ich dann die Entfernen-Taste drücke, wird es automatisch gelöscht. Das Problem ist jetzt natürlich, dass die Anzahl der Wasserstoffatome nicht stimmt. Wir zeichnen mal einen dran. Leider habe ich die Erfahrung gemacht, dass es öfters mal passiert, dass es genau an der Stelle dann abstürzt. Das Programm ist leider nicht allzu stabil. Probieren wir nochmal eine andere Variante, nachdem das eben so nicht funktioniert hat. Ich lösche ein Wasserstoffatom und versuche das hier dran zu bekommen, indem ich nochmal einen Kohlenstoff auf das alte Kohlenstoff draufzeichne und dann klappt das Ganze. Also Wasserstoffatome zeichnen klappt zurzeit nicht. Das heißt auch regelmäßig abspeichern, weil das Programm eben leider des Öfteren abstürzt.